und Kepachi wäre erfolgreich zu einem einzigen Fleischklumpen geworden. Dies bestätigt auch Mayu. Dies macht Penina so extrem gefährlich. Er alleine ist schon übertrieben krass. Genauso stark werden wie seine Gegner. Yo, was läuft, King ADB ist am Start. Wenn ihr meine Bleach-Videos feiert, dann abonniert meinen Kanal, um mehr solcher Videos zu sehen. Es geht viel Mühe und Kraft in diese Videos. Und wenn du schon mal hier warst und noch nicht abonniert hast, ist der beste Weg, mir zu zeigen, dass dir meine Videos offensichtlich gefallen, meinen Kanal zu abonnieren. Wann immer man eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, bezahlt man dafür, aber nicht auf diesem Kanal. Alles, was ihr hier seht und konsumiert, ist 100% kostenlos. Ihr müsst nichts zahlen, also wäre es nett, wenn ihr ein Abo da lasst. Ein Klick für euch, ein Lächeln für mich, mehr Bleach für euch. Heute geht es um den Sternritter Penida Paranjas. And guys, let me tell you, er ist OP as fuck. Ihr dachtet, Ashken ist OP? Nah, Penida ist mindestens genauso OP, wenn nicht sogar noch unfairer. Genau wie bei Ashken ist Penida ein Charakter, bei dem man merkt, dass man ihn mit Kraft bis zu einem gewissen Grad nicht besiegen kann. Denn er ist derjenige, der dein zentrales, peripheres, vegetatives und somatisches Nervensystem in wenigen Sekunden zu erliegen bringen kann. Bleibt bis zum Ende dran, weil wie ihr gerade selbst gemerkt habt, wird es zu wild. Jetzt kommen die Top 5 unfairen Fähigkeiten von Penida. Let's get it! Penida ist die linke Hand des Soul Kings und gehört zur Elitegarde von Yuvach. Er hat von Yuvach die Schrift C bekommen, die für Compulsory steht. Übersetzt heißt Compulsory das Obligatorische. Die Quintessenz seiner Fähigkeiten sind, dass er mit seinen eigenen Nerven in die Körper seines Opfers eindringen kann, um so die Nerven seines Opfers zu steuern. Dies benötigt nur wenige Sekunden. Ihm war es möglich, Kenpachis Nervensystem zu infiltrieren. So hat er dafür gesorgt, dass Kenpachis Arm sich gedreht und getwistet hat. Hätte Kenpachi nicht seinen eigenen Arm abgetränkt wie so ein Psycho, hätte Penida seinen ganzen Körper eingenommen. Und Kepachi wäre erfolgreich zu einem einzigen Fleischklumpen geworden. Dies bestätigt auch Mayuri. Das krasse ist, dass er auch anorganische Substanzen wie die Erde zum Beispiel mit seinen Nerven einnehmen kann. Das waren seine Basic-Fähigkeiten. Das ist schon ziemlich krass, wa? Kommen wir aber zur Top-Liste. Auf Platz Nummer 5 haben wir den klassischen Quincy-Pfeil und die Fähigkeit, anorganische Substanzen zu beeinflussen. Penida ist es möglich, wieder Quincy-Pfeile abzufeuern. Aber ihm ist es möglich, seine Quincy-Pfeile mit seinen Nerven abzufeuern. Treffen dich die Pfeile, nimmt Penida dein Nervensystem ein und zerstört dich. Das Schlimme ist, die Pfeile müssen dich nicht mal treffen. Auch wenn du den Pfeil knapp ausweichst, springen die Nerven aus dem Pfeil und attackieren dich. Dies ist auch Mayuri passiert, sein kompletter linker Arm war einfach futsch. Auch ist es ihm möglich, anorganische Substanzen mit seinen Nerven einzunehmen und zu kontrollieren. Er kann zum Beispiel mit seinen Nerven die Erde einnehmen und Hashirama-like damit angreifen. Und wie gesagt, die Hände dürfen dich auch nicht treffen, sonst war's das. Als er gegen Mayuri gekämpft hat, hat er auf dem Boden einfach seine Nerven verteilt. Trittst du einmal drauf, war's das. Also, wenn du nicht fliegen kannst wie Mayuri, hast du schlechte Karten. Lustig ist, dass die abgeschossenen Pfeile von Penida von den Nerven, die auf dem Boden landen, aufgefangen werden können und von den Nerven wieder zurückgeschossen werden können. Ein Beispiel, Mario ist knapp dem Pfeil ausgewichen. Der Pfeil landete auf einer der Nerven auf dem Boden und der Nerv schoss den Pfeil wieder zurück. Wenn man nochmals bedenkt, dass jeder einzelne Pfeil potenziell dein Leben beenden könnte, weil er deinen Körper einnimmt, und dann beachtet, wie viele von diesen Pfeilen Penida abfeuern kann, dann denkt man sich nur, oh Lord, Kubo-Sensei, was hast du da gemacht? Man kann die Pfeile auch nicht irgendwie wegschlagen oder so, weil die Nerven von Penida die Belastungsfähigkeit des Gegners ignoriert, da es ja deinen Körper einnimmt. Als Nemo den Pfeil abfangen wollte, um Mario zu retten, ist ihr kompletter Arm infiltriert worden und es resultierte die sofortige Abtrennung des gesamten Arms. Platz Nummer 4 und 3, Regeneration und Duplikation. Penidas Regeneration ist absolut krank. Wenn ein Finger von seinem Körper zum Beispiel abgetrennt wird, verwandelt sich dieser Finger in eine komplett neue Hand. Und diese neue Hand kann auch alle Fähigkeiten von Penida benutzen. Dies macht Penida so extrem gefährlich. Er alleine ist schon übertrieben krass. Wie eben gesagt, er hätte Kenpachi kaltblütig ermordet, wenn Kenpachi nicht sofort gehandelt hätte. Das war's aber noch nicht. Selbst wenn man Penida in die kleinsten Stücke, die ihr euch vorstellen könnt, auseinandergenommen wird, wie zum Beispiel als Nemo die Hand komplett weggebombt hat, basically, regeneriert er sich einfach wieder. Und jedes einzelne kleine Stück, in das er zerstückelt worden ist, formt sich zu einer neuen Hand. Und diese können wiederum alle die Fähigkeiten von Penida benutzen. Und lasst mich euch nochmal erinnern, nur eine Penida kann potenziell ein Kenpachi-Kaliber Shinigami in wenigen Sekunden besiegen. Was machen wohl 10 Penidas mit einem? Und in diese Situation kann man sehr leicht kommen, dank seiner Regeneration und Duplikation. Das ist absolut zu wild.
Platz Nummer 2 und 1 gehen auch Hand in Hand. Absorbierung und Adaption oder biologische Evolution. Pernida ist es möglich, seine Gegner zu absorbieren. Das, was er dann absorbiert, kann er adaptieren. Also also Fähigkeiten übernehmen. AKA genauso stark werden wie die Leute, die er absorbiert hat. What the hell? Und das Krasse ist, er muss anscheinend nicht mal den ganzen Körper des Opfers konsumieren. Es reicht auch, wenn auch nur einmal seine Nerven die drin waren. Dies konnte man sehen, als er Kenpachi infiltriert hat und kurze Zeit später nachgeahmt hat mit seiner Redensart. Am Anfang des Kampfes konnte er nicht mal richtige Sätze bilden. Gegen Ende konnte er ganze Sätze sprechen. Dies verdankt er Kenpachi. Des Weiteren ist er auf die physische Stärke von Kenpachi gekommen, was die Angriffskraft und Schnelligkeit beinhaltet, sagte Captain Kurosuchi. Pernida infiltriert mit seinen Nerven andere Körper, daraus zieht er Informationen. Sein Körper kann diese Informationen verarbeiten und zieht alle jeglichen Informationen aus den Gegnern und kann so seinen Gegner nachahmen. Aber es blieb nicht nur bei Kenpachi, auch konnte er das modifizierte Bankai von Marui, Ashisogi Jizo, nachahmen. Das modifizierte Bankai von Marui hatte 70.000 Lagen von Nerven. Also wenn Pernida das Bankai angegriffen hätte, würde er einfach eine Nervenlage des Bankais abfüllen. Vereinfacht gesagt ist das so, als ob man euch eure Hand abtrennt und es wächst einfach eine neue nach und das für 70.000 Mal. Also bringt es nichts, wenn Pernida die Nerven von dem Bankai angreift. Er müsste alle 70.000 Nervenlagen auf einmal durchbrechen. Deshalb hatte Pernida keine Chance gegen das Bankai von Mayuri. Folglich konsumierte das Bankai von Mayuri Pernida. Er bricht frei durch seine Prinzipfeile und ratet mal, was er danach konnte. Genau dasselbe. Er hat die Fähigkeiten von Mayuris Bankai adaptiert. Er hatte schließlich eingesetzt, als Mario und Nemo ihn durch eine Blutgerinnungsinjektion lahmgelegt haben. Also müsste er eigentlich sterben. Aber durch die Fähigkeit des Bankais von Mayuri musste er nur die Nervenlage von seinem Körper, die gestorben ist, ablegen. Er hat ja noch weitere 69.999 Nervenlagen. Zusammengefasst kann er durch seine Nerven, indem er die Gegner infiltriert, genauso stark werden wie seine Gegner und ihre Fähigkeiten übernehmen. Er kann sich regenerieren à la Ban aus Seven Deadly Sins und seine Gegner innerhalb von Sekunden auseinandernehmen. Ich möchte nochmal eins klar machen. Pernida ist wieder ein perfektes Beispiel dafür, genau wie Ashken, dass du ihn mit roher Kraft nicht unbedingt besiegen kannst. Er greift dein Inneres an, was es dir, wenn einmal infiltriert, fast unmöglich macht rauszukommen. Dies hat auch nichts mit Planet Level oder Mountain Level zu tun. Du bist vielleicht Planet Level, aber deine Nerven sind es nicht. Deine Leber ist es nicht, dein Blut ist es nicht. So funktionieren unfaire Fähigkeiten. Das macht Pernida so gefährlich. Er scheißt auf deine Belastungsfähigkeit. Das Gefährliche bei Pernida ist einfach, wenn er den ersten Schlag hat, ist es praktisch vorbei. Wenn du also nicht wie Mayuri eine sofortige Operation an dir vornehmen kannst, weil dein Arm einmal infiltriert wurde, wenn du nicht einfach deinen Arm ersetzen kannst oder ein kranker Wissenschaftler bist, der sich an jeder erdenklichen Situation anpassen kann, hast du keine Chance gegen Pernida. Zumal Pernida so unfair war, dass Kenpachi, Mario und Nemo zusammen gegen ihn kämpfen mussten und alle drei sind schwer verwundet aus dem Kampf rausgekommen. Nemo ist sogar basically gestorben und wie die gewonnen haben, war die krankeste wissenschaftlichste Methode, die man wählen konnte, womit keiner aufgekommen wäre, außer vielleicht noch Urahara. Basically haben die gewonnen, indem Pernida Nemo konsumiert hat. Da aber ihre Zellen unendlich regenerieren, ohne das Gehirn, was Mario Pernida wegnahm, führte es dazu, dass Pernida explodierte. Hätte die Agglomeration zwischen Kenpachi, Mario und Nemo nicht stattgefunden, hätten die drei den Kampf mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verloren. Wer könnte eurer Meinung nach in Bleach oder auch andere Animes, die ungefähr vergleichbar mit Pernida in Sachen physischer Stärke sind, gewinnen? Und welche Fähigkeit würdet ihr lieber haben? Pernidas Fähigkeiten oder Ashkens Fähigkeiten? Wenn euch das Video gefallen hat, meine Shababs, dann lasst auf jeden Fall ein Abo mit Like da. Nächste Woche geht es weiter mit Bleach. Und glaubt ihr, Pernida könnte gegen die Charaktere, die ich unten angepinnt habe, in den Kommentaren gewinnen? Ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Ich bin raus wie eine kleine Maus, die sich ein Haus kauft. Jane. Yo, willkommen in der Endcard. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch. The sun is shining out here in the last couple of days. Gönnt euch auf jeden Fall meine Videos, ne? Hier ist eine Playlist von meinen besten Videos. Darunter ist auch das Video über Theorie von Bios, was gerade sehr gut ankommt. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ansonsten ist darunter noch ein random Video, was dir bestimmt auch gefallen könnte.